Jo. Oh, bisschen hier Ande. Ande. Hade. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von JP Performance GmbH. Nein, wir sind nicht in Dortmund. Und wir sind auch nicht bei JP Performance GmbH, sondern wir sind bei MPS an der Philips auf dem Prüfstand mit unserem wunderschönen Schwedenmonster. Das qualmt wie Sau. Also. Hallo. So richtig geil Volvo-mäßig von innen. Alter, macht richtig Flamme, ne? Was denn jetzt? Ja, der Lader, der muss da raus. Ja? Ja, dem geht's nicht gut. Ich hab ein bisschen an der Schraube gedreht, damit wir mehr Boost haben, ne? Oh, oh. Also lebt er noch? Ja, der lebt. Ich hab ja jetzt einen halben Pull gemacht bis 4000. Ich wollte die Gurte nochmal nachziehen. Okay, gut. Wir können mal gucken. Aber da hat er schon irgendwie 200 PS gehabt. 205. Bei 4000 Umdrehungen knapp. Ja, oder? Wir haben ihn gemessen, original, ohne unsere sehr. Die Akkusanlage ist geil. Ist geil, oder? Die ist richtig geil. Ja. Ladeluftkühler ist auch ganz geil. Ja. Ansaugung, also das ist an sich geil. Ja. Also ich mag den Motor auch. Voll! Ja, also ja. Wir haben auch tierisch Spaß an dem Ding. Ja, ja. Und der Lader hat so, also so klonk, 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 klonk. Axial. Also, aber ja? Ob das axial schon ist oder eher dreidimensional ist, weiß ich auch nicht. Also der ist schon sehr, sehr, sehr kreativ, weil die Wolke, die er rausschmeißt, ist ja kreativ, echt. Der ist gut ausgedrückt. Kannst du Kurvendiskussion machen bei dem Spiel. Ja, der kann es auch mal rausnehmen, am Boden legen, ja, da rein ja, tun. Genau, da falsch rum einwandern. Das geht auf jeden Fall. Das ist, der ist sehr, sehr viel ja. Raum. Ja. Deswegen qualmt er halt auch wie ja. Hulle. Das ist ja wirklich viel Qualm. Deswegen ist er. Der ist ja auf den Hof gekommen. Ich bin moderat gefahren, sagt er. Jetzt weiß ich warum, weil der wahrscheinlich, wenn du qualmt der wahrscheinlich blau hoch 10. Nee, beim Schaltvorgang, ja. Und das ist ja wirklich eine große Heckscheibe, beim Schaltvorgang ist, weil du siehst einmal durch die Heckscheibe einmal nichts. So viel Qualm und dann ist wieder weg. Aber direkt schlagartig. Ja, und dann sind wir gefahren damit und da habe ich schon gewundert, dass die Leute, so eine Familie in so einem Bus, hat uns einen Daumen gezeigt und sich voll gefreut, weil wir wussten nicht, dass da Flammen hinten rauskommen. Und wenn du den wirklich schaltest auf Zug von 3 auf 4 und so, haut der richtig einen Bremsemann hinten raus. Ja, ich hatte gerade auch mal so Gas gegeben, so ein bisschen gerafft, dann kam er auch sofort plopp, plopp und hinten ein bisschen. Genau. Und wenn der heiß ist, was? Da ist es wieder. Gerafft hat er denn. Gerafft? Ja, das sind so Englisch, ne? Habe ich das verpasst, Alter? Alle sagen, ja, er kann das nicht. Das ist nicht so. Muss so ein bisschen raffen und ein bisschen flexen. Ja, aber das ist. Nee, das überhaupt nicht. Das Raffen ist halt von den ganzen Amis in England. Ja. Ja. Okay, gut. Ja, ist halt geil, ne? So eine Motor schon. So eine ME7 ist da drin, so ein uralt Ding. Und ME7 halt ist Golf 5? Ja, so Audi S4, RS4, oh, B5 so alt. Und so, sowas. Also dieser Alukasten noch, wo ja, oben genau. Drauf. Ja, und das geht nur per Boot-Mode hier. Also ein paar haben das auch mit OBD, aber mit meinen Geräten geht es nur mit Boot-Mode. Musst du aufmachen, Pin drauf machen. Und dann rein. Dann dauert es ewig. Kannst du jetzt so richtig geile Abstimmung machen, bis du so 4-5 Tage weiter. Ja, ich habe jetzt was gemacht, habe was zugekauft. Haben wir mal drauf gemacht, bisschen abgeändert und dann ein bisschen linearer gestaltet. Bisschen asozialer. Müssen wir mal gucken. Das ist schon mal der stabilere Motor, wurde mir gesagt. Ja. Der 2.3er. Okay. Wir hatten ja vorher den 2.4er. Und der ist uns ja auch hops gegangen und da meinten auch so Volvo-Fachleute so, ja, du musst den kaufen. Ja. Das ist der was abkann. Ah, okay. Ich weiß das nur, ein Kumpel von mir hatte früher so einen T5 halt, aber einen 850, ne? Ja. T5. Ja, das ist richtig geil. Ja. Mit der Lippe vorne, so dran und den Heckspoiler. So richtig so. Und diesen Balken, diesen 5 Speichen. So wie sie in Schweden rumfahren, hat der den gefahren, halt tiefer gelegt, weißt du, mit geilen irgendwie so. Nee, auch, 7x16 auch diese T5-Räder sind ja auch geil. Ja. Die 17-Zoll-Räder, 6 oder 5 Speichen, wo dann oben T5R auch in der Speiche standen soll, das ist richtig geil. Aber das kostet einfach das Vierfache, Dreifache von 15. Ich habe mich lange nicht mehr beschäftigt. Aber das ist billig. Das hat früher auch gar nichts gekostet, aber da sind so was abgefahren. Okay, also du hast jetzt bis 4000 mal gemacht. Ja, gerade genau. Ja. Und da haben wir schon 200 bisschen. Ja, guck mal, was ist denn das hier? Meine Skala geht irgendwie ein bisschen höher, ne? Ja, 205 PS und hier 370 Newtonmeter, aber wir sehen ja hier, dass der hier noch ganz gut kommen will. Ja. Drehmoment hier, ne? Mit Boost aufbaut wahrscheinlich, ne? Das war der erste Pull, gerade eben kurz warm gefahren und dann mal geguckt. Okay. Aber
Also, ja, weiß mein Kumpel, also wir haben 350 PS sowas. Wir haben nicht viele Chancen. Ja, ich glaube mit dem Lader, also ich habe nur die Wolke gesehen und dann habe ich aufgehört. Weil wenn die Welle nämlich ab sich trennt, dann müssen wir meine Tore dann müssen wir auf jeden Fall hinten das Tor neu machen. Weil da ist nichts im Weg. Also die wird auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen fester und ziehen mal durch, ne? Ja, wir gucken mal. Wie viel Ladung hast du denn? Weißt du den Ladungwert? Nee. Auch nicht, ne? Wir könnten mal irgendwie. Lass uns doch mal gucken. Lass uns mal fahren, oder? Lass mal erst mal gucken, wie viel Power rauskommt. Ja, genau. Ich habe so einen kleinen Tacken mehr gemacht, einfach. Nett, aber du hast ja auch einen dicken Auspuff und so, dann musst du mal vorsichtig sein. Wenn du zu viel aufdrehst, dann ist nachher viel zu viel. Ja, yeah, ja, ne? Bus-Creep. Genau, und das sieht aber hier von der Regelung gar nicht so schlecht aus, weil es ja schön linear ansteigt, ne? Aber der hier, der will. Der ist gut, ne? Der will richtig. Und wenn der so weit aber geht, der dreht nicht weit, ne? Das war, nee. Unser vorheriger drehte bestimmt ein Tausender mehr, weil der dreht nämlich nur 6.000. 6.000? Nee, der andere war ach so. Höher. Echt? Ja. Weil wenn wir jetzt hochrechnen, so 6.000, dann wird der machen 300. Also so, die sind ja so schnell mit 300 PS angegeben. Also wir haben ihn gemessen mit 230 PS bei uns vorher. Aber wenn er jetzt schon 205 macht, 2000 Drehungen vor Ende, ist das gut. Ja, ne? Immer gut. Ne, hier Leistung, so. Ja, so 350 so. Nein, müsste er ja so gehen. Achso, ach, 350, nee. Achso, nee, 300. Da wäre 300 PS, hier. Und Drehmoment 400 Newtonmeter, so ein bisschen drüber. Wird er haben hier, denke ich. Mhm. Aber die 300 PS sehe ich schon. Ich auch. Das wäre schon gut. Einmal. Einmal. Nee, habe ich extra für deinen Pullover passend farblich besorgt. Hier, das ist für mein Mäuschen. Ich glaube, das fährt auch ganz gut. Ja, ne, hier hat er so einen kleinen Dätscher drin. Ne? Ja. Den hat man aber auch gesehen sogar. Ja. Da kam so einmal ein bisschen. Schwarz? Ja, ein bisschen grau-schwarz, so, ja. Ein bisschen Sprit. Vielleicht Sprit, oder? Wenn er hier so ein bisschen. Der muss dann ja. Der halt auch noch nicht kann ja so ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, vielleicht müssen wir einen wärmebeltere Kerzen oder so. Oder frische Kerzen machen. Was für ein Sprit ist denn da drauf? 98 oder Ultimate? Haben wir ihn überhaupt schon mal getankt? Ich weiß ihn nicht. Was das Spiel von vorher drauf? Das ist so. Warte. Bestimmt, oder? Wir haben den getankt mit 102. Ehrlich? Ja. Wenn ich tanke, dann 102. Ja, dann ist doch gut. Du hast den nicht getankt. Nein, wer denn? Maxi hat den getankt. Nee, aber wenn ich tanke, dann... Ach, wo ihr zurückgekommen seid. Ja. Ich mach mal Bremse raus, kurz. Ich will mal was raus. Weil wenn der jetzt einmal warm gefahren ist, dann kann man da, glaube ich, richtig schön ein Flämmchen machen. Ja? Ja. Warum der so nachläuft, dass es so viel Öl, was kommt, dass er das verbrennt. Nein.
Und deswegen, weil du gehst aus dem Gas raus, aber der geht nicht aus dem Gas raus. Das ist jetzt noch schlimmer als vorher. Ne, weil ist ja wahrscheinlich. Wie so ein Flatschiff fühlt sich das an. Du gehst aus dem Gas raus, aber der Motor macht. Hattet ihr denn Öl in dem Ladeluftkühler oder abgasseitig? Geht oder so. Alles so ein bisschen? Also Kurbelwellenlüftung glaube ich ein bisschen, aber ich glaube eher, weil wenn du siehst, wie viel Speed der Lader hat, glaube ich. Also du siehst ja immer beim Schaltvorgang, ist es so doll. Ja. Und im Stand halt nicht so krass. Das ist ja auch nicht die Kurbelwellenlüftung. Ich denke, dass der Lader ist. Der Boost kriegt. Dann drückt er den ja ran. Was ist, glaube ich, was Sound ist echt gut, ja, ne? Ja, würde ich gerade sagen, wenn die Augen zumachst, könnte es auch noch nicht sein, ne? Weil was wirklich krass ist, das kostet 5000 Euro. Ja, also der Sound ist echt cool. Ich glaube, mit Felgen und Fahrwerk und so. Lader, ne? Für 5000 Euro haben wir halt auch eingekauft mit einem kaputten Lader. Der dafür jetzt. Ist der Rest aber echt gut, weil der andere kostet auch 4,5 oder sowas. Hat der hat doch 1,5 gekostet, ne? Nein. Sicher? Ja. Aber in Schweden gibt es dafür. Ich meine, der war deutlich, deutlich günstiger. Der kriegst du alles in Schweden für auch echt zu kleinen Preisen, ne? Tuning-Teile? Ja. Na, ich hab nichts gefunden. Kein Turbo oder so? Fertig? Nee, Turbo können wir machen. Das ist nicht easy. Wenn ich das Ding, aber die Frage ist, was kann der Block? Weil wenn wir jetzt die Leistungskurve angucken, dann Drehmoment sagt dir schon, dass der ruhig einen größeren Verdichter und da kann ruhig was drauf, ein bisschen größer. Aber viel, viel größer nicht. Ich glaube, PS-mäßig mit 300 PS, die wir jetzt haben, was echt geil ist. Wir sind also nicht mal im 300 PS-Club. Das ist schon mal echt gut. Und haben halt um die 400 Newtonmeter. Uns ist die Kamera da hinten abgeschmiert wieder. Das war zu viel Qualm. Also ich würde tippen, man kann dem Motor geben, man lässt es so wie es ist, neue Kerzen. Dann würde ich sagen, sollte man bei 480, 500 Newtonmeter Schluss machen. Aber ich glaube, PS-mäßig kann man schon die 400 sehen. Musst du jetzt, um die finale Abstimmung zu machen, musst du jetzt die Kerzen ändern? Also Der läuft ja okay. Das ist ja, was heißt finale Abstimmung, ne? Ja, weil ihr jetzt sagt, jo, wir sollten bei so und so viel Drehmoment Ende machen. Ja, achso, nee, vom Bauchgefühl, weil der läuft ja schon echt stramm. Und wenn du jetzt, andersrum, man könnte jetzt einen Lader bauen und eine Software machen. Mein Gefühl sagt mir, da kriegst du auch bestimmt 550, 600 Newtonmeter raus auf dem Serieninnereien. Aber dann platzt der Block weg. Naja, lieber das Floyd ist krumm. Halt doch lieber das Drehmoment flach und dass man dann halt PS. Genau. Dass man hier schaut, dass man hier das Drehmoment hält mit 380, 400 Newtonmeter, aber gerade zieht, dann wird die Kurve halt so nach oben gehen und dann bist du ja hier schon bei 370 oder so mit 400 Newtonmeter. Also mache ich das halt bei vielen Autos, um halt nicht zu viel Drehmoment da reinzubringen. Und fährt sich halt auch geil, ne? Ja. Also ich finde halt, eine ansteigende Drehmomentkurve ist halt immer super beeindruckend so, wenn du fährst. Eine flache Drehmomentkurve ist so dann, glaube ich, wenn das Auto dann so im dritten Monat besitzt, dann stellt sich das ein, dass du denkst, irgendwas ist kaputt so. Das Auto ist ja nicht getuned. Dann, also das hier gibt dir das Gefühl von, ich habe Schiss. Und das hier, dann rennt er halt. Und wenn der jetzt dann hier so rennt, dann wird die Zahl gut sein, aber das Feeling nicht so krass. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel so gehen würden, ja. Dann denkst du hier, dann die Räder drehen durch und... Ja, kannst nicht mehr mitfahren. Nee. Und ich weiß auch nicht, wie viel Drehzahl man dem Kasten geben könnte. Das wundert mich eh, der andere... Ach, warte mal, wir drehen schon höher. Ja, ist das schon höher? 6,2 gedreht, oder 6,5 auf dem Drehzahlmesser. Und dann war Begrenzer. Original aber nicht. Ne? Ja, dann ist schon höher. Ich glaube, Original war 6. Ja. Da habe ich mich immer gewundert, weil wenn wir gemessen haben und sind gefahren, dann warst du erschrocken, dass jetzt schon Schluss war. Ah, okay. Ich glaube, der hat schon eine höhere Drehzahl jetzt. Aber dafür, also Kurve, Drehmomentverlauf. Ist cool. Top. Hier siehst du, ist so ein bisschen wärmer geworden. Da war ja der erste Pull, den ich angefangen habe. Ne? Ja, wir haben schon extra, weil wenn du dir das Original anguckst, ist Klimakühler, Ladeluftkühler, Wasserkühler aneinander. Mhm. Klimakühler weg. Und zwischen Wasserkühler und Ladeluftkühler haben wir jetzt so ein Distanzstück gesetzt, dass er sich nicht so aufheizt. Mhm. Oh, krass. Ist warm? Ja, kleiner Verdichter bringt auch immer eine Hut. Uiuiui. Ist gut. Oh, Scheiße, ja, Alter. Aber ich meine, irgendwie das TD03 oder so Turbo. Ich meine, das ist jetzt Ausgang, weil ein Original geht der nämlich raus aus dem Lader und unten in den Ladeluftkühler rein. Es geht da raus aus dem. Das ist hier von. Geht da raus aus dem Lader und oben in den Ladeluftkühler rein. Ja. Und. Ist da mal der Lader? Ist da ein Cut und so da dran? Ja, ne? Ja. Hab ich mir da gedacht? Ja. Siehst du auch erst einen Blick oder nicht? Ja. Philipp, Mensch, ich muss doch sonst keiner ans Gucken in der Luft. Aber fass mal den Ladeluftkühler an, das Netz hier vorne. Ui. Das riecht cool. Nee, das ist ganz schön warm. Aber warum? Der ist echt von der. Komm, lass uns eine Sache nochmal machen. Ja. Lass uns den mal 5 Minuten hinstellen mit dem Lüfter an. Ja. Wir kühlen ihn einmal runter und machen nochmal einen Pull. Wir haben auch gerade hier, haben wir überhaupt einen Lüfter angehabt? Glaube ich nicht. Damit das heißer wird.
Habe ich doch ausgelassen. Nee. Beim ersten? Nee, beim zweiten Mal, wo du wieder so rein. Da war aus. Ja, ja, wir machen mal, heiß. Haben wir Blasen hier mal ein bisschen. Kartenschein! Okay. Der ist jetzt komplett kalt. Also der Motor, Öl ist gut, aber Kühlung ist da. Vielleicht einen machen wir nochmal. Ja. Jetzt gehen wir mit rein und dann gucken wir nochmal. Und dann gehen wir aber auch auf die Bahn, ne? Hey! Hey! Beifahrersitz? Diesen Geruch. Das stimmt. Aber Saab 9000, Saab 900 Turbo. 9,3, ich weiß. Und die haben eine ganz krasse Krümmerführung und eine ganz krasse Lade. Es gibt Lowbus und Highbus, da gibt es verschiedene. Ich habe mich schon mit beschäftigt, das ist echt krass. Ja, so ein Abgasrohr, richtig, und dann gab es da irgendwie so eine Box, die man kaufen konnte von Saab, die den Ladedruck erhöht. Ja? Mhm. Das wusste ich nicht. Also da ein Kumpel hat so ein Ding gehabt, auch hier so, der hat halt so ein Jet. Wie so ein Jet. Und die haben ja den Motor aufs Getriebe gesetzt. Richtig. Ne? Mit einer Kette, mit so einer Duplex- oder Triplex-Kette ist das verbunden. Crazy. Ah, ich finde das cool, sowas. Dass sie sich sowas getraut haben. Voll. Aber das war ja beim Mini auch bei den ersten Serien, dass, dass der Motor über dem Getriebe ist. Ja, ich hatte so ein Ding mit 17. Ich habe den Motor mit meinem Kumpel zusammen ausgebaut. Vor allem ist der komplett aus Stahl. Der hat ein Stahlgetriebegehäuse. Das war so schwer. Und dann war das auch so, dass diese Döme, diese Gummidöme, diese Kompressionsgummis sind in den Dämpfern. Ja, das ist voll der Murks. Aber witzig, fährt halt wie ein Kart. So, ist kalt. Ein bisschen Temperatur haben wir, ne? Da oben siehst du Power, aber das ist Radleistung, ne? 291, 2 PS mehr, ein bisschen mehr Drehmoment. Aber müsst ihr jetzt mal schnell fühlen. Genau, ne? Gucken wir mal jetzt. Ey, dafür, dass der wirklich voll im Wind steht, ne? Pass einmal hier, das ist klar, dass er warm ist, ne? Aber pass mal hier, das ist auch nicht so gut. Nee, oben geht's. Da oben steht aber, das ist ja hier. Unten richtig, wieder kühler, oben kommt heiß rein. Ja. Der ist okay, ne? Ja, ja, das ist okay. Ja. Aber er läuft sehr sauber, ne? Auch so im Pull, du. Aber es ist immer bevor die Geschichte endet. So, laufen die am besten? Laufen sie immer am allerbesten. Und dann ist es vorbei. Und man dachte sich, wird ein guter Tag. Das wussten wir aber schon aus dem Mofa- und Moped-Zeitalter, oder? Vor allem, das Ding geht 65! Ja. Wo? Kurz vom Kolbenfresser. Okay, ich würde sagen, hol ihn mal runter und dann geht's auf die Realität. Ja? Ja, ja. Volle Pulle. Okay. Machen wir. Dann geht's gleich weiter. Hol ihn runter, bis gleich. Ciao. Warte, das kannst du sagen, wenn wir zu Hause sind. Nee, ich hätte nicht gedacht, dass wir bei ihm sind und zurückfahren. Ich hole jetzt nur kurz was raus, was... Also wenn wir das machen, dann ist Risiko. Ach so, ja, das machen wir. Ja, das erhöht das Risiko, dass wir nicht zu Hause ankommen. Das stimmt. Und du bist dabei. Ja. Der hängt auch ein bisschen besser am Gas. Das ist schon geil, das Auto. Ist echt geil. Du bereust deinen Kauf mit deinem VW-Bus. Ja, wie soll ich denn hier ein Motorrad reinstellen? Aufs Dach. Genau. Mit Zulassung. Nö. Hängt aber anders am Gas. Wir haben jetzt auch ein ganzes Pfund mehr Leistung. Ne? Also wir haben jetzt so die 70 PS, viel, viel Newtonmeter mehr. Alter, ist das dumm. Das waren die bis zu 5000 Euro, ey. Junge! Ich mach mal die Traktionskontrolle schon mal aus. Jetski ist auch so ein Einarmpilot, ne? Ja, wenn ich im Auto fahre. Der ist ein geiler Typ, ne? Ist halt ein richtig geiler Typ. Also, glaubt er. Alter. Der Tops & Banks hat er nicht reingemacht. Ne, da nicht. Das hat er vorher auch schon gemacht. Ja, ja. Das hat er vorher aber auch schon gemacht. Vor Software. Gedacht? Natürlich habe ich das nicht gedacht. Das ist ein Volvo, Mann. Das wissen wir. Wenn wir zurück sind, müssen wir Öl gucken. Und ich weiß, wir schneiden das rein und dann ging es kaputt und dann hätte ich vorher Öl gucken müssen. Öl. Nee, wir fahren jetzt ganz entspannt dem Sonnenuntergang entgegen.
gibt dir gar nicht entspannt. Weißt du, was wir machen? Wir nehmen den Lader raus, fahren zu Flo und gucken uns den Lader an und machen den Lader einmal frisch. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee, aber der ist jetzt erstmal im Urlaub, ne? Jo. Du hast echt ein gutes Gedächtnis. Ich hatte eine Wette mit Peter. Wir haben ja geschätzt, dass der vorher 19 Sekunden fuhr, 100, 200. Und 15 war so schon cool, aber mein eigentlicher Wunsch war, dass er so knapp an die 10 Sekunden rankommt. So 11, 12, so in dem Bereich. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass er die 15 Sekunden jetzt schon macht. Mein Gefühl sagt mir das. Oder er macht gar nichts mehr. Geil, ne? Die blaue Wolke ist aber auch echt männlich. Boah, dieser Sound. Das ist so hohl, ne? Aber ey, wenn wir hier richtig rangehen, ne? Oh! Ey, das ist gar nicht langsam. Nein. Das ist wirklich nicht langsam. Ja, deswegen kichern wir das die Zeit so. Nee, aber auch im Vergleich zu richtigen Autos so. Also moderne Autos, wo sich Leute richtig Mühe geben, mit Doppelkupplungsgetriebe oder handgeschaltet, da fährt der echt mit. Wenn wir hier noch Gewicht rausnehmen, ne? So, gleich sind wir auf der Autobahn und dann wird es spannend. So, geben Sie einen Tipp ab, herunter. Ich sage 16,5. Du sagst 16,5? Ja. Okay. Also, Schätze. Ich sage 16,6. Super Tipp. Warum ist so ein Fünfzylinder so gut? Also der Klang, muss ich sagen, ist ja... Ich bin Focus RS auch mal eine Zeit lang gefahren, ne? Und das ist ja schon sehr ähnlich. Ähnlich. Also ich finde, dass der noch besser läuft. Also der fährt sich so schön, ne? Das hört sich geil an. Das hört sich geil an, das macht echt Bock. Das ist auch der Nervenkitzel, glaube ich, jetzt gerade. Gerade habe ich hab echt Puls, ne? Weil ich mir denke, jedes Mal, jede halbe Sekunde Vollgas warte ich drauf. Der Motor geht nicht hoch, aber ich warte darauf, dass dann diese Stille kommt. Dieses und dann kommt nur noch Qualm und wir rollen aus und dann muss die Warmenganlage. Das ist die Warmenganlage. Komm. Und du bleibst da! Das ist echt schnell. Oi. Alter! Also. Ja. Wir haben keine Motorkontrollleuchte. Und der Motor läuft noch. Und ich würde tippen, das waren 15,7 Sekunden. Ich finde, das ist ein Erfolg. Das ist ein Erfolg. Ja. Gratulation, Herr Runzel. Ja. Das ist ein Erfolg. Danke. Jetzt fahren wir auch ganz ruhig nach Hause. Okay. Und jetzt ist das Video auch vorbei. Weil wenn die Kamera an ist, dann wollen wir wieder irgendwas... Wir reden, wir unterhalten uns. Oder wir gucken die Kerzen noch nach. Ja, okay. Ja. Aber die Kamera bleibt jetzt aus, okay. Damit wir auch die Kerzen noch gucken können. Okay. Wir sprechen uns in der Werkstatt wieder. Worüber unterhalten wir uns, dass ich keinen Gas gebe? Gib mir ein gutes Thema. Rucksäcke. Gut. Jetzt kommt es gleich wieder. Da. Guck mal schnell im Bordbuch, was das für ein Ding ist. Oh oh. Sorry, ist kein Bordbuch dabei. Oh, hier ist das. Was ist das für ein Logo? Google mal bitte eben Volvo V70 Kontrollleuchten. Was heißt? Warum bleibt das an? Ich glaube, der Lader ist weg. Jetzt ist es aus. Wir können wieder Gas geben. Ja, guck. Nein, ich glaube nicht. Oh oh, jetzt ist es wieder an. Oder wir haben die Kopfdichtung schon geschrottet. Das kann natürlich auch sein. Also deswegen qualmt. Das wäre natürlich echt schlecht. So, nee, Öllampe hat er da oben. Das ist eine separate. Öllampe gibt es da nochmal. Batterie, Traktion, Motor, Check-Engine hat er auch nicht. Was ist das für eine Lampe, Alter? Kühlwasser, ne? Aber was hinten rauskommt, ist auf jeden Fall kein Wasser. Das ist auf jeden Fall Öl. Vielleicht fehlt ihm auch einfach nur Kühlwasser. Geht der an? Okay. Ja. Der geht direkt an.
Der braucht Wartung. Liebe und Wartung. Ich hab auch. Wir sind da noch nicht in der Werkstatt, wie man sieht. Wir sind da noch nicht zu Hause. Aber wir sind Volvo-Fans. Und deshalb kriegt er jetzt Liebe und Wartung. Tschüss, tschüss. Er läuft noch? Gut so. Hör mal rein. Soll ich mal Gas geben? So, zur Diagnose? Nein. Heute nicht. Oh. Nee, heute nicht. Bitte. Lass einfach rollen jetzt. Das guck mal, die sind Volvo, die sitzen da drin einfach. Die sind cool, ne? Ja. Ich glaube, unser Turbolader ist kaputt. Weil er nämlich den Wert zwischen Drosselklappe, wie sie stehen soll, und Luftdruck nicht passt mehr. Ich glaube, wir haben den Lader geschrottet. Ich glaube, wir haben den Lader echt geschrottet. Nicht wir. Doch, wir. Natürlich, du auch. Ich habe die ganze Zeit gesagt, vorsichtig. Ich werde vorsichtig. Aber wenn ich Gas gebe, dann geht es ihm, glaube ich, besser. Wir rollen jetzt einfach. Guck mal hier. Mach einfach Gang. Nein. Vielleicht sollten wir auch mal Kompression gucken. Stabis, die brauchen wir auch. Ah, warum? Nimmt der denn kein Gas mehr? Irgendwas ist kaputt, Flo. Dankeschön. Nein. Oh, jetzt ETS-Lampe. Heute nicht. Wir haben eine zweite Lampe an. Nein! Heute nicht. Lass es. Wir haben eine zweite Lampe. Oh nein, wir sind so kurz vor der Firma. Oh, das Alarm ist nicht mehr gut. Das ist deine Schuld, Flo. Ja, genau. Sobald du im Auto sitzt, geht das los. Nein, komm. Komm, Gas, bisschen Gas. Nein. Nein. Ich mach das doch gar nicht. Ja, genau. Manchmal nimmt er Gas, manchmal nimmt er keinen. Ist die Lampe auch wieder aus. Aber ETS? Was ist ETS? Electronic Traction System. Das kann doch nicht sein. Das bist du! Nein! Ich habe gerade gesagt, ich liebe dieses Auto. Das bringt doch auch nichts! Nein! Komm, jetzt. Nach Hause schaffen wir es hier. Komm, baby. Oh, jetzt geht er schon von alleine aus. Nein! Jetzt geht er wirklich schon von alleine aus. Komm. Wir müssen ja gucken, wie schnell er ist. Das ist ja der Inhalt, den wir machen wollen. Ich bin nicht schuld. Ich mach mal die Warnblinkanlage an. Ich weiß nicht, wo die ist. Erinnerst du dich an die Situation, wo ich gesagt habe, wo ich weiß, wo die Warnblinkanlage ist? Ach nö. Also ich würde sagen, sind es noch ungefähr 1000 Meter. Ich bin enttäuscht. Von wem? Hier ist Volvo! Ich bin wütend, ich bin enttäuscht. Oh, jetzt sogar Motorkontrollleuchte. Was? Jetzt haben wir schon die dritte Leuchte. Nein. Nicht im Kreisverkehr. Wir sind raus aus dem Kreisverkehr. Ich glaube, das ist gute Technik. Oh ja, das ist aus. Ich weiß. Ich habe ausgemacht. Du hast ausgemacht? Mhm. Ich habe nicht ausgemacht, ich merke gerade. Ja, ich habe nur leer aufgemacht. Aber rollen. Komm, bitte, Gas. Gib doch Gas. Oh nein, bitte nicht. Warum müssen wir schon wieder wenigstens hier auf dem Dings schleifen? Nein! Warum macht er das denn jetzt? Wieso nicht dazu jetzt? Ja, hier, Hells Angels, genau. Kann ich mir angehen, finde ich schon schwach. Einfach toll gemacht. So, geht der nicht ein? Nee. Ich hab Kabel bei ihm. Nein, daran liegt's nicht. Okay, dann viel Spaß. Dankeschön trotzdem. Ich will die ganze Zeit, was er hat. Der ist kaputt. Nein, Mann, der ist nicht kaputt. Ja. Komm. Komm. Kannst du ein bisschen schneller? Dann rollen. Siehst du? Ja, warte. Nein. Bleib an. Gas. Ich geb Gas. Komm mal an. Ich fange gleich wieder an.
was? Ja. Ist Kameramann, ne? Ich bin Seelsorger, das ist alles. Wir müssen ein bisschen nach links. Nach links oder rechts? Nach links! So. Ha? Nee, danke. Aber man kann nicht sagen, dass Dortmunder nicht freundlich sind, ne? Bist du bereit? Ja. Was heißt ETS? C70? Egal, geht aus, ETS-Lampe leuchtet. Elektronische Drosselklappe? Nee. Hat er ja gar nicht. Doch, ja. Oder ist das von der Steuergerät, der nur auf halb neun hängt? Hm. Oh, ist das zu heiß geworden? Weil der Kasten nicht drumherum ist. Weil da sind ja echt Zuluftleitungen von vorne und hinten. Das kann echt sein. Das ist heiß. Haben wir gerade einen Kilometer geschoben. Weil der hat hier eine Luftleitung hin, von vorne, und der hat auch eine von der Seite. So, das hat er ja nicht umsonst. Richtig, Flo? Hm, no. Was willst du jetzt von mir hören? Das Ding ist kaputt. Das Ding ist nicht kaputt. Ich habe gesagt, sei vorsichtig, sei zärtlich. Einer wie du sagt, sei vorsichtig. Ich bin auf der Arbeit hier, hier bin ich vorsichtig. Das ist wie bei Battlefield, die Leichen wiederbeleben, die schon lange respawned sind. Ja, ja, Battlefield. Ja, komm, Defi. Ja, guck, direkt viel besser. Morgen früh läuft er, wenn der kalt ist. Okay. Glaubst du mir? Ich glaube, der springt nochmal an, so wie er gerade eben war. Nee, ich glaube, er läuft normal dann. Okay. Guck mal, jetzt haben wir jetzt die längste Pause aus. Ja, jetzt geht er, natürlich geht er wieder an. Ja, er läuft auch, glaube ich, dann gut. Warte, Wasser war ja auch noch eine Anzeige, ne? Das ist... Ich weiß nicht, ob du das jetzt aufmachen sollst. Doch, doch. Ach, Digga. Doch, Wasser hat er. Fahr mal nach hinten und zurück. Okay, jetzt, das war das letzte Mal jetzt, Freundchen. Jetzt Wartung und Liebe. Tschüss!